Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt weitere News zu einem weiteren Event. An der Stelle, wenn euch mein Content gefällt, gebt gerne einen Like drauf. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal. Wir springen direkt rein. Und zwar heißt das Event Lucky Lanterns. Okay, direkt einen Trailer zu sehen. Wir schauen auch direkt mal in den Trailer rein. So, ich hoffe, der ist nicht zu laut. Ich habe den Onstream auch schon geguckt. Natürlich hier kleiner machen. Ich kann zaubern. Ich habe den schon gesehen, on stream, aber habe jetzt natürlich nicht ganz genau hingeguckt. So. Wie man schon sieht, ist halt das chinesische Neujahr, bin ich da richtig, sozusagen das Thema dieses Events. Mit einer neuen Map, die im chinesischen Rocket League auch schon enthalten ist. Hier sieht man ein paar Items, ein paar Räder. Ganz, ganz wichtig, hier der weiße Dominus. Der weiße Dominus, hier hinter mir. Ich mach mal die Kamera weg. Der weiße Dominus. Ich hoffe auch, dass er dann endlich mal kommt. Es wurde ja schon lange angekündigt, dass er kommen soll. Aber er ist bis jetzt halt nicht im Shop gewesen. Und ich denke mal, dass das ein Zeichen ist, dass er bald da sein wird. Was er den einen oder anderen bestimmt freut. Ich werde mir den natürlich auch kaufen. Werdet ihr, ganz ehrlich, ich glaube, der Dominus, 90% der Leute werden sich den Dominus kaufen. Gibt es ja irgendwen, der den nicht kaufen würde? Ich glaube. Ja, vielleicht welche, die halt Hardcore-Octane-Fans sind, ne? Aber einfach nur, um den zu haben, lohnt es sich schon, meiner Meinung nach. Falls man dann irgendwann mal auf Dominus switcht. Am 20. Januar fängt natürlich das Event an. Ich gehe auch mal wieder davon aus, dass es dann auch um 19 Uhr ist. Habe ich jetzt die Seite. Ich habe die Seite geschliffen. Shit. Schnitt! Dass es wieder um 19 Uhr ist. Ich weiß jetzt nicht, ob hier 20. bis zum 20. bis zum 10. Februar. Das heißt, 3 Wochen geht das Event. 3 Wochen? Ja, circa 3 Wochen geht das Event. Man kriegt auch wieder, wenn man sich einloggt, ein Item. Hier ein Banner. Gehen wir das Ganze nach und nach rein. So, und so wie es halt eigentlich bei allen Events auch immer ist, wenn ihr könnt Matches spielen, dafür kriegt ihr eine Währung, Tickets, Earn Red Envelope. Ich kann es nicht aussprechen, halt. Sei leise. Ärgert mich nicht mit meinem Englisch. Und dafür könnt ihr dann die Sachen, die es hier gibt, zum Beispiel den Drachen oder die Reifen, könnt ihr dann freikaufen sozusagen. Unten werden, glaube ich, auch nochmal alle Items dann drin sein. Genau, die gucken wir uns einmal im Schn mehr oder weniger Schnelldurchlauf an. Ja, hier unten stehen auch die Preise dann auch da direkt dran. Antenne, Topper. Und noch ein Topper mit dem Drachen, der ist ganz cool. Eine Ratte drauf. Das ist der Trail. Auch nicht schlecht, ein roter Trail. Ein Titel. Oh, der sieht hübsch aus. Gibt es ja Border-Fans, also die gerne Borders haben, die ganz cool aussehen. Ich mag Border halt immer sehr, sehr gern. Und ein Dragon Decal, auch ganz geil. Kennt jemand von euch noch die Serie American Dragon? Alter, mega geil. Ich habe die so gefeiert, die Serie, ne? Aber ich glaube, es ist eher die ältere Generation. Ich glaube, die jüngeren. Weiß nicht, ob die jüngeren das kennen. Keine Ahnung. Und wichtig ist natürlich dann auch wieder eine neue goldene Kiste. Und diesmal heißt die Golden Lantern. Das heißt, goldene Laterne wird man dann kriegen. Und das Coole daran ist, hier werden Items drin sein aus der Champions Crate 1, 2 und 3. Nicht aus der 4, was mich ein bisschen ärgert. Die besten Items, die ihr aus den Champions Crates dann kriegen könnt, sind Photons, Looper, Voltex, wer ist diese Drachendinger? Habe ich vergessen, aber Voltex sind eigentlich das Beste. Und Discotic-Reifen gibt es da auch noch drin. Die anderen Exotics weiß ich nicht genau. Aber Voltex, Discotic sind so eigentlich die besten Dinger, die man rauskriegen kann. Und natürlich die alten Black Markets wie Heatwave und sowas. Wenn ich da was nicht im Kopf habe, dann schreibt es gerne nach unten rein. Wenn irgendwas Wichtiges fehlt jetzt hier in meiner Aufzählung. Ich habe leider keine von den Kisten oder keine Items von den Kisten, sonst würde ich euch das direkt zeigen. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, gerne Bescheid sagen. Ich verlinke das Ganze auch nochmal unten. Dann könnt ihr euch die Bilder nochmal selber angucken, wenn ihr das wollt. Dankeschön fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.